Gebt mir doch mal ein Lebenszeichen, wenn ihr jetzt was hört. Ah, super. Also ich erzähle hier jetzt schon seit 10 Minuten, bis ich mal gemerkt habe, dass eigentlich gar nichts draußen ankommt, ne? Super. Das ist doch mal, fängt ja mal wieder super an. Ich schalte hier mal um. Und das. Hi zusammen. So, schön, dass ja doch jemand da ist heute Abend. Ich habe jetzt eine Viertelstunde lang hier mal wieder alles aufgebaut. Habe vorhin mal kurz das Mikrofon durchgetestet. Und so vor 10 Minuten angefangen zu erzählen. Ja, und keiner hat darauf reagiert. Dann habe ich jetzt mal durch, was da eigentlich gut ist. Und habe gesehen, hab vergessen, die Tonspuren einzustellen. Ne? Ich habe das vorhin zum Test mal ausprobiert, über welche Tonspur das Mikrofon kommt. Vergessen. Sorry dafür. Da habt ihr ja quasi 10 Minuten das Beste verpasst. So, was wollen wir denn machen? Ich habe auf Twitter gefragt, was wir heute eigentlich machen wollen. Ne? Und irgendwie haben sich 70% dazu geäußert. Jörg, lass uns mal so einen Basic-Algorithmus schreiben. Ne? Da ist Bubble Sort. Super Geschichte. Es gibt ja genug Podcasts für Leute, die schon programmieren können. Ja, dachte ich, war besorgt, ne? Ich habe den. Wann habe ich das Ding eigentlich das letzte Mal gebraucht? Vor 2 Jahren. Für eine Vorlesung. Der DH in Karlsruhe. Ja, und ansonsten glaube ich, brauchen wir den im echten. Vielleicht können wir heute mal programmieren, legen ein Projekt an im GitHub. Und können da mal irgendwas reinbauen, auch später. Zur Visualisierung von. Und da gibt es ein cooles Projekt. Ich glaube, das heißt Sound of Sorting. Da findet man auf YouTube diverse Videos. Und da werden im Prinzip so Sortieralgorithmen vorgestellt. Die Implementierung, da kann man sich eigentlich dann die Videos angucken, wie das sortiert wird. Und dazu generieren die Algorithmen eigentlich immer schöne oder manchmal auch abgefahrene Töne. Kann man mal ausprobieren. Ja. Auch eine coole Idee, genau, oder beides per Algorithmuszahlen aus Discord sortieren. Ja, kann man sich mal überlegen. Ne? Ich hatte auf, Gott, wie heißt die Plattform? Auf dev. Hier diese Blog-Aggregationsplattform, dev. Irgendwas. Hatte ich die Woche gerade mal gelesen, dass jemand einen Bot geschrieben hat, um dieses Harassment Language, also wenn beschimpft wird etc. raus, da fehlt dann eigentlich eine ganz ganz schöne Geschichte. Bogosort macht schöne Musik, lese ich da gerade. Ja, ich hätte ja mal Box was programmiert und zwar mit WPF. Na, dann so schön MVVM. Unten drunter dann, also quasi Model View, View Model. Pattern. Und dann unten drunter so austauschbare Sortier. Das könnte man doch machen. Also kriegen wir heute nicht alles hin. Heute kriegen wir vielleicht mal so Basic Sortieralgorithmus hin. Aber da hätte ich ja auch mal Bock drauf. Das Ganze hier, das Live-Coding, ist ja eher so eine Fingerübung. Für mich. Dachte ich, deswegen machen wir das mal. Genau. So. Dachte ich mir eigentlich, ja, eigentlich könnte man so bei Visual Studio bleiben. Da haben wir jetzt die letzten paar Mal angefangen. Ja, fällt mir gerade ein. Letzte Woche ist er quasi ausgefallen, weil ich hatte ja so eine lustige Not-OP. Und am Dienstag war ja so gar nichts mit Sprechen. Da war ja eher die Gefahr da, dass man das Mikrofon vollblutet. Und dann dachte ich, ach Leute, das erspare ich euch. Genau. Podcast wollten wir übrigens auch aufnehmen, aber ich habe es diese Woche nicht geschafft, mit dem Kollegen einen Termin zu finden. So ist es halt mit Kindern.
überlegt es euch gut, wenn ihr mal vor der Frage steht, Kinder oder nicht. Ihr habt keine Zeit mehr für. Also doch sehr viel Zeit für die Kinder. Eine super Geschichte. Aber ja, die anderen Sachen, die bleiben im Prinzip auf der Strecke. Ich dachte mir so, wir fangen mal an so mit einem Repository. Wie sollen wir das Kind denn nennen? Einfach Algorithmen, Algorithms, sowas. Relativ langsam, langweilig. Aber wenn wir da so irgendwie, sagen wir mal so 50, 60 oder 100 drin haben. Keine Ahnung, hat jemand eine Idee, wie wir das Ding nennen sollen? Irgendwelche Vorschläge? Wünsche, Anregungen? Da wird eigentlich alles entgegengenommen erst. Da könnte man ja alles reinpacken. Klingt irgendwie langweilig. Ich dachte immer, ich nenne das Ding AlgDAT an, Algorithmen und Datenstrukturen. Ja. Aber das Zeug wird ja immer genannt. Inzwischen wird ja also an den Hochschulen Algorithmen und weil Datenstrukturen ja eigentlich gar nicht mehr so der Renner ist. Habe ich gelernt vor einer Weile. Algorithms, nennen wir das Zeug eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Okay, Supi, danke für den Tipp. Mikrofon setzt aus, wenn zu leise gesprochen wird. Englisch, ja, wir nennen das Ding Englisch und ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikrofon ran und spreche auch ein bisschen lauter. 10 Uhr, ne, da weckt man ja alle auf im Haus. Und ich habe ja immer noch keinen. Es dauert irgendwie noch ein Jahr, bis ich wieder ein Büro habe, wo ich das machen kann. So, probieren wir mal. Beziehungsweise. Mach's einmal ein bisschen. Doch, wir haben so minus 1 Dezibel. Das ist das, was wir das letzte Mal hatten. Gucken wir mal. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen lauter gestellt. Vielleicht klappt es besser. Algorithms Englisch. Ja, warum nicht? Nennen wir mal ganz langweilig so. Also Create hat eingegeben. Ach so. Ein neues. Okay. Das nennen wir mal. Da kann man ja alle später reinpacken. Wie heißt es immer so schön? Rocking Algorithms, ne? Algorithmen verstehen. Wir packen eine README rein, eine Gitignore machen wir direkt für Visual Studio mit rein. Das geht gar nicht. Visual Studio hier und in gewohnter Manier irgendwas Freies, MIT-License. Ist doch eine nette Geschichte. Da fehlt ja alles. Mache wieder. Ein Algorithm. Machen wir mal so. Hack the Planet Algorithm. Das ist ja auch nicht schlecht. University. Ist eine Idee. Man kann das Zeug ja nachher irgendwo noch anders rausschieben. Oder in ein anderes Repo umziehen. Oder kopieren. Oder ach, wurde immer. Guck mal. GitHub schlägt noch einen Namen vor, Fictional Spork. Ja. Ich finde University Algorithms ganz nett, ja. Zungenbrecher um die Uhr. University. So, mal Augen reiben und dann mal lesen, dass kein Tippfehler drin ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie ist es eigentlich mit dem Ton? Immer noch Aussetzer oder inzwischen besser? Ich drücke hier mal auf Create Repository. So, da kopiere ich mir mal den Link von dem Repo. Und diesmal probieren wir was, ne? Das hat ja das letzte Mal nicht ganz so gut geklappt. Clone or Checkout. So, das ist nämlich die Repository Location, wo wir das Ding endlich haben wollen. Wir packen das hier nach Dev. Das Repo ballern wir einfach mal hier geschwind weg.
University Algorithms. So müsste das Ding eigentlich. Mach ich mal. Es dürfte jetzt nichts anderes sein als ein Git Clone Befehl. Boah, was steht denn da? Your trial license will expire in 9 days. Boah, jetzt muss ich eine Lizenz von Visual Studio updaten. Bis nächste Woche reicht das noch. Lass ich einfach mal laufen. Das klicken wir mal geschwind weg. Das holt mich nächste Woche wieder ein. Und das sieht jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Also besser als die Projekte bisher. Und ich mal, da packen wir da mal ein. Sorting. Dann machen wir doch mal einen Ordner rein. Sorting. Vielleicht kommt ja noch mehr. Ne? Und dann gleich mal ein Projekt. Jetzt haben wir jetzt schon wieder das Problem vom letzten Mal. Ne? Add your item. Eigentlich will ich doch jetzt hier so ein nettes Projekt machen. Also der denkt jetzt, das ist ein Projekt, in dem er da. Liebe Freunde, das haben wir aber nicht gewettet, ne? Kriegt man das dem beigebracht? Im Solution Explorer add new. Das ist das gleiche Problem, was wir beim allerersten Mal hatten. Ein Projekt in GitHub angelegt, geklont mit Visual Studio. Und dann hat der, es ist ja noch nicht mal ein Projekt, ne? Der hat ja kein Project-File oder so. Was ist denn, wenn ich das Ding einmal kurz mache? Folder? Doch, geht auch. So, wenn ich ein neues Projekt aufmache und wir nehmen wie das letzte Mal .NET Standard, dann ist das Ding zumindest irgendwie portabel. Also dann geht ja das WPF nachher nicht. Ne? Sollen wir das dann direkt auf nur für Windows programmieren? Weiß es nicht. Direkt auf Windows oder .NET Standard Port? Wenn ich jetzt wüsste, ob wir diese .NET Standard Bibliothek nachher in WPF können. Das wäre so die. Das wäre doch die spannende Frage. Okay, ich kriege hier noch einen Tipp mit dem Mikrofon. Ihr seht das vielleicht auch. Ich habe jetzt so einen Popfilter davor. Und ich weiß ja nicht, wie viel der jetzt eigentlich wegnimmt. Ihr seht jetzt hier das super schöne kaskadierende Fenster von OBS Studio. Ich probiere jetzt einmal kurz die Einstellungen. Wo habe ich denn die Filter? Aussetzer. Mit Aussetzern will ich euch ja nicht quälen, ne? Da auch nicht. Das war doch hier. Genau, Filter. So, was habe ich denn? Ich habe ein neues Gate. Und wie war denn das? Close Threshold und Open Threshold. Das habe ich mir alles mal angelesen und ausprobiert. Close Threshold, das heißt, ab dann macht er zu. Und Open Threshold, ich glaube, dann macht er auf. So, ich drehe das mal so irgendwie drei runter und Gott, ihr könnt mir mal sagen, ob das besser klappt. Na, vielleicht habe ich das Ding ja irgendwann auch stationär, dass ich das nicht mal auf- und abbaue. Dann haben wir das Problem eigentlich nicht mehr. So. Oder ich gehe noch näher ans Mikro ran. Oder? So. Genau. Eine Klassenbibliothek in .NET Core oder eine Klassenbibliothek ohne .NET Core. Also ich wühle mich hier gerade mal durch diese 1000 Projektarten durch. Konsolen-App will ich nicht, .NET Core, ASP.NET Core, Web-Application will ich gerade auch nicht. Genau, .NET Standard. Nehmen wir einfach mal eine .NET Standard-Bibliothek heute. So, Next. So, und wo packe ich die rein? Das ist doch jetzt wieder, ne, dieses ewige Rumsuchen hier.
So, ich habe meinen Dev-Ordner und da müsste er, guck mal, die University Algorithms, die hat er schon mal. Zumindest haben wir die hier gehabt. In den Ordner machen wir das rein. Das Projekt heißt Bubblesort. Das ist ja das, was wir jetzt eigentlich wollen. Und Solution Name, Place Solution and Project in the same directory. Eigentlich nicht. Ich drücke mal auf Create. Mal schauen, was passiert. Erstmal gar nichts. Also eigentlich hätte ich ja heute fast eine halbe Stunde früher anfangen können. Dann gab es hier aber noch Orkanwarnung und Gewitter und da hat man erstmal alles nied- und nagelfest machen müssen. So. Wir können mal im Explorer anschauen, wie das Ding jetzt aussieht. Und Tadef. Die Algorithms. Und da ist eigentlich mein Bubblesort ist drin. Das ist doch schon mal gar nicht so blöd. Okay. Damit kann man leben. Das Project-File, okay, das ist da drin. Überleben wir auch, dass das lösen wir mal noch auf an einer anderen Stelle. So, Bubblesort. Wer weiß denn eigentlich Bubblesort, ne? Also das ist so ein Sortieralgorithmus, den man eigentlich gar nicht verwendet. Also in der echten freien Wildbahn wird man den kaum sehen. Ja. Wobei, man kann den verwenden in der Praxis. Und zwar, kleiner Tipp, wenn man aus einer Liste finden möchte, ob ein Fehler drin ist, ein Sortierfehler drin ist, also irgendwo ein Element nicht richtig sortiert ist, das ist eigentlich genau die Stelle, wo man so ein Bubblesort auch tatsächlich verwenden kann, ne? Weil der läuft da einmal drüber und findet dann relativ schnell so einen Fehler. Genau, das Ding sieht ja eigentlich so aus. Ah ne, das ist eine Doppelzahl, ist nix. 7, 8, 9. So, sieht ja eigentlich so aus, dass der dann hier zum Beispiel die 5 und die 6 tauscht. Ja. Dann, ich glaube, der macht das sogar. Der macht das paarweise, ne, bei den kompletten Durchläufen. Das heißt, der rutscht ja quasi immer eins hoch. 4, 7, 8, 9. Jetzt ist da quasi die 5 nach unten gerutscht. Und die 5 bleibt. Ne? Weil er jetzt quasi an der 6 ist, vergleicht dann die 6 und die 4. Dann rutscht die 4 quasi runter, die 6 rutscht quasi hoch. Dann hast du 7, 8, 9. So geht das Ding nicht immer weiter. Die 7, 8, 9 war jetzt auch ziemlich doof gewählt in der Reihenfolge. Aber die Idee ist klar. Also es wird immer so paarweise verglichen. Na, also hier die ersten beiden, dann die nächsten beiden, dann die nächsten beiden. Und das muss halt durchlaufen werden und zwar zweimal so lange, nein, solange das Array ist. Hoch, nee, hoch 2 war das. Was war denn der Aufwand? Wer weiß es denn auswendig? Wir hatten aufgepasst, so irgendwann mal an der Uni. O von N hoch 2 war das. Genau. Das glaube ich ist der. Ich schreibe das da mal rein. So. O von N hoch 2. Das ist der Aufwand. Ich das denn? Das ist quasi das Worst-Case-Szenario, wenn so ein Algorithmus durchläuft. Das Spannende ist, dass eigentlich diese Standard-Implementierung von Bubblesort das immer braucht. Ne? Also das geht nicht wirklich besser an der Stelle. So, das Ding nennen wir mal anders. Das nennen wir mal Bubblesort, die Klasse. Und wir müssen uns auch mal so Namespace überlegen. Ne? Also die ganzen Sachen, die könnte man ja in tatsächlich ein Hacked Planet reinpacken. Ne? Warum nicht? Haben wir Hacked Planet Bubblesort. Oder Punkt University Algorithms. Algorithms, ne? Algorithms, das wäre eigentlich das Richtige an der Stelle. So.
da haben wir auf jeden Fall schon was zusammengeklickt. Ich lunze immer so ein bisschen rüber, das seht ihr ja. Ich habe immer noch kein 2-Monitor-Setup, also vor allem nicht, wenn ich das Zeug da immer hin und her baue. Aber ich habe zumindest mal mein zweites Laptop nebendran gestellt. Das heißt, ich habe den Chat jetzt auf dem anderen Monitor laufen und muss das olle OBS-Studio nicht immer wieder hier reinschalten. Genau. So. Also, Hack the Planet University Algorithm. So. Was mag denn der eigentlich nicht? Wahrscheinlich mag der, ich glaube, der mag keine Bindestriche, ne? In den Namen kann das sein. Genau, der mag keine Bindestrich in den Namen. Und dann würde ich noch in das Projekt reingehen, in die Properties. Das haben wir auch schon mal angeguckt, das erste Mal oder so. Also Bubble Sort an der Stelle ist okay. Und der Default Namespace wäre Hack the Planet University Algorithms. Ne? Namespaces haben wir auch vor 2 Wochen gehabt. Hat ja jeder verstanden, warum man die braucht. So. Bubblesort, da müsste ich noch die Klasse umbenennen. Bubblesort, CS. Muss ich nicht, will ich aber. Ja. Was beschwert der sich hier? Da fehlt noch eine Klammer zu, weil ich gerade gelöscht habe. So. Bubblesort. Die Klasse haben wir jetzt quasi fertig. Ich glaube, ich schreibe mal noch irgendwie so eine kleine Methode, um ein Array auszugeben. Da, das ist doch bestimmt so ein Ding, das kann man immer wieder brauchen. Ne? Machen wir mal. Public. Machen wir das static, dass wir das immer aufrufen können. Print. Print. Printlist, Printarray, Print irgendwas, ne? Und ich würde mal anfangen mit so einem popligen, wir ändern das noch mit der Zeit, hätte ich mal gesagt, ne? Wenn man so anfängt, wir nehmen mal einfach Integer Array und ja, wie nennen wir das? Array. Gott, wie langweilig. Aber gut. Ich merke ja übrigens auch, wie ewig lang ich nicht mehr programmiert habe. Also so richtig programmiert habe. Da machen wir einfach mal ein Void draus. Der möchte das nicht, weil Public Static Print. Hab ich? Public Static Void Print Int Array. So, und der Namespace, ach. Klaro, das muss in die Klasse rein. Ne? Steht ja da. Darf nicht direkt in dem Namespace drinstehen. Dann ist ja mal so eine kleine Helper-Methode, die wir da reinschreiben. Die wird statisch, dass wir die auch ohne diese Instanz von Bubblesort aufrufen können. So, da werfen wir ein Array rein und möchten das gerne ausgeben. Was machen wir denn da? Wie wäre es mit einer Vorschleife? Oder ich mache es mir noch einfacher. Machen for each. Nehme alles, was in meinem Array drin ist. Hat ein Array eigentlich eine Collection? Ja, müsste gehen, ne? So, und dann machen wir console.write. Ich muss momentan immer aufpassen, dass ich keinen Java-Code schreibe. Das Item geben wir aus, ne? Das Item geben wir aus. Und String.cat Item und hinten dran vielleicht noch ein Leerzeichen. Das ist doch schon mal was, ne? Da fehlt noch eine Klammer zu. Und mal bauen, ob das Ding kompiliert. Sollte eigentlich. Spannende Frage. Da sind ja Studenten von mir da heute. Noten bekommen. Wissen wir es gesehen, gelesen. Würde mich mal interessieren. Halbwegs zufrieden, was rausgekommen ist.
Das Coole ist ja, der Chat ist da mehr oder weniger anonym. Ich weiß ja nie, wer welche Note hatte. Ist aber recht gut ausgefallen, fand ich die Klausur. Na, also ich glaube, wir hatten, was war Schnitt von 1,9 oder 2? Das heißt, der Kurs hat das recht gut gemacht. Da muss er nächstes Jahr, muss er der Kurs erstmal rankommen. Da. Bin ich Prof oder Lehrer? Ab dem 1.9. bin ich Prof. Wird da gerade gefragt. Also Prof. Also Prof ist ja auch Prof ist ja auch Lehrer. Ne? Ist halt nur Hochschullehrer. Welche Uni wird gefragt? Das wird Hochschule Heilbronn. Prof ist Prof. Naja. Heilbronn, die Hochschule in Heilbronn, Software Engineering. Deswegen mache ich ja das. Deswegen habe ich auch angefangen wieder mit dem Live-Coding. Ne? Ich hatte ja bereits 6 Jahre lang in einem Team, was Unternehmensintegration gemacht hat. Und ich bin ja eigentlich gar nicht mehr groß zum Programmieren gekommen. Ne? Also ich habe ja nur noch Excel-Sheets gemacht, Budgets kontrolliert und lauter so Geschichten. Und andauernd den Leuten erklärt, wie sie es machen können oder Sachen beigebracht. Und ich habe immer zu viel erklärt und die haben immer gesagt, ach, geh doch an die Uni und erzähl den Leuten da, wie das geht. Habe ich dann gemacht, ha? Habe mich an der Hochschule beworben, ist bei mir gerade um die Ecke. Und hey, die wollten mich auch. Ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, mache ich. Mache ich, erzähle den Leuten ein bisschen was und zeige denen auch mal was auf Twitch, wobei das ist halt quasi mein Hobby hier. Ein bisschen rumprogrammieren, ne? Ja, genau. Was wollten wir denn eigentlich machen, ne? Das Bubble Sort wollten wir machen. Zwischen dem ganzen Erzählen versuche ich mal irgendwas anderes noch zu tippen. Es wird ja noch besser, ne? Also ich habe ja letztes Semester eine Vorlesung, eine Übung gehalten an der Hochschule. Und ich habe ja so Bock, das alles ein bisschen anders zu machen. Na, also ich möchte ja tatsächlich mal anfangen, jetzt habe ich es heute schon wieder vergessen, ne? Das alles mal aufzunehmen und online zu stellen. Ne? Den Code und die Livestreams ja eh. Und ich frage mich ja, wie man das echt besser machen kann, ne? Weil ich war ja selbst auf vielen Trainings, auch von Firmen. Und ich finde es ja schrecklich, dass ein Absolvent von einer Uni oder Hochschule kommt. Und den muss man dann erstmal auf ein Training schicken zu einer Firma, dass der Programmieren beigebracht bekommt. Ne? Und eigentlich sollten noch die Leute so von der Hochschule, Uni oder so rauskommen. Also Uni vielleicht nicht, das sind vielleicht eher die Theoretiker. Aber gerade so in der Hochschule sollten die doch eigentlich rauskommen und das Zeug können. Ne? Also die sollten die aktuellen Technologien können, die sollten programmieren können. Die sollten eigentlich wissen, warum man das macht, wie man das macht. Wär doch eine ganz geschickte Geschichte. Genau, Learning by Doing. War so ein Grund, warum ich eigentlich diese Hochschule in Heilbronn ganz, ganz nett fand, weil zumindest der Software-Engineering-Kurs, die machen das, also die machen sehr viel praktisch. Und ich hoffe mal auch, das wird besser. Also es ist jetzt ja gerade so ein Generationenwechsel, nicht nur da, sondern an vielen, ich glaube, dass an vielen Unis oder Hochschulen, wie sagt man das? Wo jetzt quasi die alten Profs in Rente, ist nicht Rente, in Pension gehen und die neuen jetzt nachkommen. Ne? Und wenn da so ein paar dabei sind, die so ähnlich denken, dann kann man das ändern. Ne? Das gleiche ist Digitalisierung. Das ist doch ein Graus, wenn man sich überlegt, 30 Studenten, Klausur geschrieben, was hat man denn so 4, 5 Kurse pro Semester? Das sind tausende Blatt Papier. Die Studenten ausfüllen müssen und Programmieren ist ja also Programmieraufgaben auf Papier. Nee, also das will ja eigentlich auch keiner, ne?
Ein bisschen Theorie muss ja sein bei sowas. Aber ich glaube, Praxis ist schon wichtig. Die Unis müssen da oben denken. Ne? Also, früher hat man zum Beispiel gesagt, ich kann das ja mal erzählen, wo ich angefangen habe. Ich habe studiert Informatik in Karlsruhe an der Universität. Habe mich auf Software Engineering spezialisiert. Und wir hatten damals, wann waren das? 2000 oder 99? 800 Anfänger, ja, also Studienanfänger. Und diesen 800 haben in meinem Jahrgang 60 ein Diplom gemacht. Also am Ende waren 60 Leute von den 800 übrig. Die Hälfte ging eigentlich schon im ersten Jahr oder nach dem ersten Semester. Das ist ja absurd. Und eigentlich schreibt sich so eine Uni ja auf die Hochschule, auf die Fahne, dass sie den akademischen Nachwuchs ausbildet, also Forscher, ne, oder Leute, die, ne, vielleicht jetzt wie ich, ne, promovieren, machen einen Prof, sowas in der Richtung. Und warum brauche ich da 800 Leute? Ne, im Endeffekt ist das so eine Geldsache, weil die Unis Geld bekommen für die ganzen Anfänger. Und das ist halt ein privaten Anlass. Da, ne, glaube ich, muss ja bezahlt werden. Ja, das muss ich halt noch ein bisschen ändern. Ich glaube, das hat sich auch geändert. Und das fand ich jetzt halt vielleicht auch ganz charmant an wirklich an der Hochschule. Da habe ich auch lange überlegt, halt nicht an eine Uni zu gehen. Sondern das in der Hochschule zu machen. Genau, da kommt gerade eine Mathe als Garbage Collector im Informatikstudium. Das ist eine krasse Geschichte, ja. Also ja, man braucht Mathe, aber ich würde mir ja wünschen, Mathe wird so beigebracht, dass man das auch verwenden kann. Na, also Statistik, ich habe tatsächlich nach meinem Studium schon richtig viel Statistik benötigt. Das Dumme ist nur, die ganze Statistik, die ich eigentlich im Studium gelernt habe, die konnte ich in der Art nicht anwenden. Das heißt, ich habe mir im Endeffekt Bücher gekauft, also andere Bücher gekauft und Statistik gelernt. Mathe ist das Gleiche. Wir hatten in Karlsruhe lineare Algebra. Ah, wie lange habe ich das? Doch, 2 Semester hast du da in, oder hatten wir damals im Informatikstudium. 2 Semester höhere Mathematik. Genau, Matrizen. Das ist lineare Algebra. Sehr, sehr wichtig. Hat aber niemand erklärt. Ja, also klar, du hast gelernt, wie man da rechnet, aber warum, ich wusste es nicht. Und dann war ich damals auf einem Projekt gesessen in England und sollte 3D-Grafik programmieren. So ein Sonnensystem, ne, das sich dreht, und das ging so Richtung Robotik. Ne? Wir haben so einen KUKA-Roboterarm programmiert. Alle möglichen Sachen, die man da drehen konnte und bewegen konnte. Und was habe ich da gebraucht? Matrizen, Multiplikation. Ja, und da habe ich ja tatsächlich lernen müssen, wie das geht. Problem ist nur, haben mir die Mathebücher geholfen aus dem Studium? Nein. Ja, das hat alles nichts geholfen. Zum Glück hatte ich dann damals da zumindest Leute, die mir das nochmal erklärt haben. Ja, das ist so ein bisschen das Problem an der Ecke. Ja. Wobei, bei Matrizen hatte ich ja noch den Vorteil, ich kam vom Wirtschaftsgymnasium, wir hatten ja das genau gemacht. Ne? Das brauchen wir auch so in lineare, nee, wie heißt das? Operations Research. Hab das da ein bisschen gelernt. Wir hatten Studienanfänger aus, ich glaube, die kamen aus Hamburg. Die hatten sogar die Möglichkeit, im Abitur Mathematik abzuwählen. Ne? Und die wollen dann Informatik studieren. Die waren ja auch alle gleich weg nach dem ersten Semester. Ne? Also das hat ja auch keiner geschafft. Da kam ja gerade noch von einem Studenten die Frage, gibt es eine digitale Prüfungseinsicht? Ich stelle mal die Frage zurück. Geht das? Also ich habe noch nicht gehört, dass es das gibt, und ich weiß auch nicht, ob es das an der Hochschule in Heilbronn gibt. Okay. Ich weiß nichts davon. Ja? Also zumindest nicht mit meinem aktuellen Status als Lehrbeauftragter. Wann sind denn die eigentlich normalerweise die Klausureinsichten? Sind die Anfang vom nächsten Semester? Weil dann könnte ich mich noch drum kümmern. Na, die nächsten 3 Wochen weiß ich nicht. Aber die dürften ja immer erst im nächsten Semester sein. Oder sind die vor Semesterbeginn noch die Klausureinsichten? Das ist ja so ein Ding, keine Ahnung.
Okay, individueller Termin. Es wird schwierig jetzt gerade schon mit dem Aussprechen um die Uhrzeit. Individueller Termin zum Semester, ja, kann man auch machen. Ich mache mich mal schlau. Ich schreibe das mal auf meine To-Do-Liste und schaue mal, ob es das irgendwie digital gibt. Dann müsste ich die Dinger irgendwie scannen oder so, ne? Ihr habt ja Ideen, ne? Ihr seid ja lustig. Aber wenn das geht, ist es cool. Also werde ich zukünftig auf jeden Fall machen. Genau. Ich kann nur so sagen, so viel sagen. Ich habe großzügig bewertet. Sagt es aber nicht weiter. Ich dachte, ich schreibe hier mal noch so eine Zeile rein. Ich hätte ja Bock, weil ich da, also wenn man das Ding später mal so zum Visualisieren nehmen will, würde ich doch mal sagen, wir hauen dem Ding noch so ein Interface rein. Eissorter. Das ist doch Eissorter. Eissorter. Ne? So. Den packen wir noch rein. Das ist cool. Also Alt-Enter funktioniert immer noch in Visual Studio. Boah, der Text ist nur so klein. Ne? Adding Eissorter zu Bubble Sort. Genau. Generate Interface Eissorter in New File. Das machen wir doch. Weil ich habe mir gedacht, wir bauen uns gleich mal so ein Interface dazu. Das wir quasi in jeder Klasse verwenden. Und das bekommt einfach mal so ein Public Void Sort. Das wäre doch mal. Ne, da gibt es kein Public, ne? Keine Classifier in Interfaces. Das kriegt eine Sort-Methode. Die muss quasi jeder implementieren. Der von dem Interface erbt. Ich lese hier gerade mal so ein bisschen nach. Na, ich glaube, die ist jetzt zu Beginn des Semesters nicht in die Uni kommt. Das liegt wahrscheinlich eher dran, dass gerade im Semester die Leute wirklich überall reingehen, in alle Kurse reingehen. Und sich das eher so gegen Ende vom Semester lichtet. Also ich glaube, am Anfang sind schon die meisten da. Das war jetzt meine Erfahrung. Ne? Also ich habe am Ende vom Semester in der Klausur eher die Gesichter oder alle Gesichter wieder gesehen, die ganz am Anfang da waren. Ich meine, ich kenne das da auch noch von mir, ne? So vor 20 Jahren, wo ich studiert habe. Ich war ja auch nicht anders. Das darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie das an der privaten Uni ist oder Hochschule, aber zum Beispiel die Gruppenprojekte, die wir jetzt hatten, war das ja tatsächlich auch so, dass Anwesenheitspflicht gerade am Anfang bei manchen Veranstaltungen waren, dass die Leute kommen. Ja, das stimmt natürlich. Die hier im Chat, wo gefragt wurde, wegen der Klausureinsicht, ist es tatsächlich so. Ne? Der Kurs, der gerade die Klausur geschrieben hat, hat jetzt Praxissemester. Und die sind dann im Prinzip in Firmen. Und klar, ne, da müssen wir dann extra reinfahren um für die Klausureinsicht. Ich schaue mal, ob das digital geht, dann biete ich das an. Ich meine, ist ja mein Job zukünftig, ne? Kann man digital machen. Und ich bin ja eh für die Digitalisierung. Müsst ihr euch eh mal vorstellen, ne? Einstellungsunterlagen. Ich habe es vor kurzem getwittert. 92 Seiten auf Papier. Ja, also das ist ja alles andere als Digital Transformation. Aber ist halt so. So, wir implementieren mal dieses Interface. Public Void Sort. Und der wirft eine Not Implemented Exception. Das ist doch schon mal okay. So. Ich denke gerade, was ich als nächstes mache. Ich packe mal das Projekt heute ein bisschen voll und vielleicht sortieren wir das dann über die nächsten paar Sessions aus und machen das ein bisschen schöner. Ähm,
Designfrage, ne? Also da kommt gerade die Frage rein, sollte Sword nicht Input oder Output bekommen? Ich glaube, da kann man sich ewig drüber streiten. Meine Idee war jetzt gerade, ich baue die Klassen so, ich würde ja nachher noch ein paar andere Methoden reinpacken. Ich würde jetzt die Klassen, also ich würde das echt so ein bisschen objektorientiert versuchen zu bauen. Ich würde die Klassen so bauen, dass man tatsächlich Daten reinlädt oder Referenzen auf Daten übergibt, also Call by Reference. Und dann diese Sort-Methode aufruft. Oder wir bauen vielleicht mal beides, also beide Varianten. Was da geschickter ist. Weiß es nicht. Ne? Man könnte das Ding ja auch static machen und die direkt dann drauf werfen. Ich würde hier jetzt quasi immer so auf die Datenstruktur gehen, die in diesem Bubble-Sort-Objekt drin ist. Das ist wie immer beim Programmieren, ne? Wie das nachher implementiert ist, ist so eine Designfrage. Ist jetzt vielleicht nicht die schönste Lösung. Die kam jetzt gerade irgendwie in den Sinn. Ne? Das so. Um 10.55 Uhr, ne? Ja, C-Sharp hat Call by Reference, das geht. Das geht. Das geht. Kann man machen. Kann ich auch mal zeigen und auch die Unterschiede an der Stelle zeigen. So, jetzt haben wir mal die Sort-Methode einfach mal rein. Genau, ich habe die mal drin. Jetzt machen wir doch mal Bubblesort add new item. Und ich würde eine Klasse kurz reinmachen und ich würde die nennen Program. Oder nee. Kommt, wir machen das mal noch anders. Also früher habe ich das Zeug schneller gefunden, ne? Ich möchte ein Projekt hinzufügen. Da, add. Guck mal, jetzt geht das nämlich, ne? Jetzt, wo ich das anders aufgemacht habe, geht das mal. Add Project. Und wir nehmen jetzt eine Konsolen-Applikation. .NET Framework. So, genau. Ich möchte jetzt nicht Test nennen, ne? Tester. Bah, das ist. Naja, Test. Wir nennen die einfach mal so. 472 Framework ist okay. Und ist auch da drin. Und ich würde das jetzt nicht in den Bubblesort reinpacken, sondern tatsächlich da oben drüber. Select Folder. Und. Oder hat jemand einen besseren Namen als Tester? Also, was möchte ich machen? Ich will da drin diese Dinger einfach mal generieren, also diese Objekte generieren, dass wir die testen. Ich nenne das jetzt Test-App. Die kann man später wieder wegwerfen. Die Test-App. So, die hat einen eigenen Namespace, den lassen wir einfach auch mal. Using University, Hack the Planet University, wir haben es genannt, Algorithms. Das heißt, dann können wir die Klassen verwenden. Das geht jetzt noch nicht, warum? Das hatten wir auch das vorletzte Mal gehabt. Wir brauchen hier eine Referenz auf das Bubblesort und die packen wir mal geschwind rein. Wir möchten das Bubblesort referenzieren und wie von Magie verschwindet hier. Wie heißt eigentlich diese rote unterkringelte Linie? Die unterkringelte Linie verschwindet. So. Und so einfallslos wie ich bin, rufen wir mal da drin auf die Bubblesort-Test-Methode. Ihr seht, ich verwende da schon gern die Shortcuts in Visual Studio. Das ist eigentlich cool, ne? Wie gesagt, früher ging das nur mit einem Add-on, mit ReSharper. Leider geht der Shortcut fürs Löschen von ganzen Zeilen nicht. Bubblesort-Tester. So, und was würde ich da drin gern machen? Da würde ich sagen, ich will ein Bubblesort becomes new. Ein neues Bubblesort. Ja, da wirft man ja auch nichts rein. Und
Bubble Sword. Ziemlich cool, jetzt rufen wir hier das Sword auf. Und das starte ich mal und eigentlich sollte das jetzt eine Not Implemented Exception werfen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. A project with an output type of class library cannot be started directly. Ja, das ist mir klar. Okay. Wir müssen das hier als Startup Project, also die Test-App als Startup Project eintragen und probieren es einfach nochmal. Ist da richtig voll geworden hier? Also wenn wir über 20 Leute im Chat bekommen, dann dann versuche ich öfters zu streamen als einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen. Ne? Ich hoffe, ich verletze mich nicht ganz so oft. So. Das ist unglaublich, wie viel Code man schreibt. Also die Not Implemented Exception, die wurde geworfen. Super. Und jetzt müssen wir mal den richtigen Code schreiben, ne, für das olle Ding. Ich habe hier eh angefangen mit einem Integer Array. Das heißt, ich würde in der Klasse... Das ist ja so richtig... Also wenn ich überlege, was ich früher programmiert habe, ist das ja mal so richtig entspannt, was ich hier mal wieder schreibe. Das ist ja im Prinzip so Fingerübung. Und kann ich aber auch wirklich empfehlen, wer später mal so Richtung Programmieren geht, also Coding geht, das sind ein paar Tipps. Code Cutters, wem das was sagt. Also Cutters, vielleicht macht ja der ein oder andere Kampfsport. Das sind im Prinzip Bewegungsabläufe, die man immer wieder trainiert. Und hat man sich auch mal fürs Programmieren überlegt, wo im Prinzip eine Aufgabe geschrieben wird, ne, programmiert wird. Das kommt sehr oft im Test-Driven Development vor. Und das macht man, was weiß ich, jeden Tag. Also jeden Tag schreibe ich, weiß ich nicht, irgendwas. Ne? Und so kann man echt ein bisschen die Tools üben und das Vorgehen üben, die Shortcuts üben etc. Da wird man auch richtig gut. Und wenn man das immer schön mit Testen macht, dann passt das auch. Genau, da kommt das rein. Codewars.com. Ja, können wir uns nachher auch mal noch anschauen an der Stelle. So, ich pack jetzt mal hier rein ein Integer Array. Und ich mach das anders. Ne? Ein Integer Array. Ich muss mal echt wieder mit Variablennamen, ne? Mir was überlegen, wie man das Zeug nennt. So, Array wird gleich, ich glaube, das geht noch so, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2. Machen wir doch mal so. Und packen wir noch eine 0 rein. Also, das ist jetzt so nahezu der Super-GAU für Bubble Sort, ne, wenn er das sortieren muss. Und also, da können wir zumindest mal auf das Array zugreifen an der Stelle. Na, das geht. Machen wir nachher noch schöner, vom Interface etc. Ich will ja mal einfach mal schauen, dass es irgendwie geht. Was machen wir denn, ne? Typisch Bubble Sort, einmal durchlaufen. Mal. Ja, also, eine Vorschleife. Ja, wahrscheinlich habt ihr das ja alle schon zigmal programmiert. Die Idee ist ja, ne, den Code packen wir nachher online. Vielleicht kann man da ein paar Varianten von dem Ding online stellen. Und weiß gar nicht, gibt es eine Heilbronner Algorithmen-Datenstrukturen-Vorlesung? Also ich kann das für Karlsruhe verwenden, ne, wenn ich das da wieder mache. Aber... vielleicht kann man das Zeug ja auch da verwenden. Also, ja, gibt's, ne? Wie ist denn die? Ist die voll langweilig? So Theorie und so und alles auf Papier gedöns oder wird da programmiert?
läuft, Pseudocode, ne? Schrecklich. Also, ich nehme oder habe eigentlich bisher so in meiner Vorlesung, die ich bisher gehalten habe, mit Datenstrukturen und Algorithmen, habe ich eigentlich immer die Bücher, kennt ihr vielleicht diese drei dicken Bücher von Donald E. Knuth? Und die bringe ich eigentlich immer mit. Und dann sage ich immer, also es gibt ein Zitat vom Knuth und das finde ich eigentlich immer ganz wichtig. Der hat irgendwann mal gesagt, if I don't program it, I don't understand it. Und das finde ich zum Beispiel für Algorithmen super wichtig. Man muss das Ding wirklich, das Zeug wirklich programmieren. Ne? Dann, also erst dann hat man das mal verstanden. Deswegen habe ich gesagt, hey, Buffersort will ich endlich mal wieder, muss ich unbedingt mal wissen, wie das geht. Ja, das ist ja... Ich wurde vor 2 oder 3 Wochen mal gefragt nach meinem Lieblingsalgorithmus, wo ich gesagt habe, hier Bucket Sort. Und das war ja tatsächlich so, am Anfang nicht verstanden, dann mal programmiert. Und dann dachte ich so, ey, cool, ne? Also wenn du das Ding mal verstanden hast, wie das geht, richtig gut. Das fand ich übrigens in Mathe immer ganz spannend. Ich hatte eine Vorlesung, die hieß numerische Mathematik. Das ist ja dann wirklich so, wie ich das mit Algorithmen ausdrücken kann. Und die war auch, es war Theorie und da standen in dem Buch Algorithmen drin. Und das war richtig cool, weil wenn man da Code geschrieben hat, dann hat man auch kapiert, wie das Zeug funktioniert. Genau. Genau, was schreibst du da? But you can still implement Q-Sort without understanding it. Ey, das gilt doch fast für alles, ne? Wenn ich mal angucke, was ich an Code schon gesehen habe über die Jahre, und das ist ja richtig krass geworden mit so Plattformen wie Stack Overflow, was da zusammen kopiert wird. Ja, also ohne Sinn und Verstand, weil sie Leute nicht verstehen. Ich glaube, das geht inzwischen bei allem, ne? You can still implement everything without understanding it. Ja, das geht. So, wir haben lang geredet. Wir versuchen mal zumindest eine Schleife zu schreiben. Wie oft laufen wir dann durch dieses Ding, ne? Solange das i kleiner ist als, jetzt wird spannend, unser Array, das machen wir mal jetzt so. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. War length becomes array.length. Genau. So. Solange das i kleiner ist als genau length von meinem Array. Und wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin, dürfte das minus 1 sein. Sonst laufen wir da nämlich in eine Index-Out-of-Bounds-Exception rein. Hätte ich mal so geraten. Das haben wir auch schon mal kapiert. So, kennt jemand den Shortcut für Formatieren? Ctrl-KD, das war es früher, ist es immer noch. So, oh mein Gott, schon 1 Stunde lang erzählt und gerade mal einen leeren Schleifenkörper programmiert. So, was kommt denn jetzt? Wenn wir jetzt jedes Mal Print Array aufrufen, was sollte dann eigentlich passieren? Wir müssten doch jetzt eigentlich so 10-mal dieses Array sehen. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Und vor allem sollte das Ding nicht aus der... Hallo? Ah, da ist er. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wo ist denn das Fenster hin? Das Ding ist doch das letzte Mal da geblieben. Dann gehen wir doch mal ins Programm rein.
Das war doch automatisch, oder? Oder kann man das einstellen? Weiß das noch jemand? Ich vergesse das Zeug immer. Application. Oder war das nur bei der .NET Core Variante? Ich rufe doch die Funktion auf. Oder habe ich das vor lauter Erzählen jetzt vergessen? Ich rufe die doch auf, ne? Ich rufe die Bubble Sort Sort Methode auf. Ja. Das sollte doch. Und dann rufe ich das Print 10-mal auf. Das sollte schon funktionieren. Ja, ich glaube doch eher, dass das Fenster wird zugemacht. Naja, nee, passt. Das ist ja. Ah, läuft doch. Der hat echt das Fenster zugemacht. Wir hatten das letzte Mal eine .NET Core Konsole geschrieben und die bleibt auf. Das ist, glaube ich, wirklich, weil das anders aufgerufen wird. Da wird die Konsole aufgerufen und da wird ja die DLL übergeben, ne, die ausgeführt wird. Und hier ist es ja wirklich eine Exe, die aufgerufen wird. Aber da sieht man schon erst, ja, das haben wir doch vergeigt, ne, die Print-Funktion. Die können wir noch so ein bisschen, ne? Wenn das alles geschrieben wurde, machen wir nochmal ein Konsolen. Line rein. So. Das ist ja unterstes Programmierniveau. Aber das Ding ist, man muss doch den guten Programmierern eigentlich gar nichts mehr beibringen. Ne? Die wissen das doch. Das ist so, was ich immer gedacht habe. Ja, den guten, also mit denen kann man sich zusammensetzen, aber da fällt mir immer so der Kollege ein, der Tom, der das AntMe programmiert hat. Und die haben das Ding ziemlich cool programmiert. Aber da konnte ich später, außer den 5, 6, 7 Experten, die da immer drin waren, für die war das eigentlich okay, aber du konntest da später keinen anderen mehr reinnehmen in das Zeug. Oh, das ist ein super Tipp, ne? Unter Option kannst du bei Debugging das deaktivieren, dass die Konsole weg ist. Hier, Debug Options. Schauen wir uns das mal an. General. Output Window. Jetzt werde ich gar. Es tut mir immer so leid, wenn ich ein bisschen still werde, wenn ich es lese. All Debug Output, Exception Messages, Module. Und der General war richtig. Okay, danke. Relativ weit. Genau, so habe ich es früher auch immer gemacht. Ne? Irgendwo unten. Automatically close the console when debugging stops. Guck mal, jetzt spannend. Das ist gar nicht angehakt. Na, das heißt, eigentlich hätte die ja da bleiben sollen. Na, das war nämlich genau das, wo ich es letztes Mal so cool fand, wo ich gesagt habe, die bleibt ja da. Na, die geht ja gar nicht weg. Das Ding ist ja früher immer weggegangen. Gut, das finden wir wann anders raus an der Stelle. So, jetzt haben wir doch unser super schönes Array mal rausgeballert. Das funktioniert. Und zurück in die Sort-Methode. Also wir laufen da jetzt so oft durch, bis genau einmal komplett durch. Und was machen wir dann? Die zweite Schleife. Auch so ein Ding mit Algorithmen. Ich weiß ja auch nicht, ob das so beigebracht wird. Aber ich finde das immer so krass, wenn egal, ob das in so Trainings ist oder an der Uni ist und den Leuten Programmieren beigebracht wird und dann so Algorithmen um die Ohren geschlagen wird. Und da wird erklärt, guck mal, der Algorithmus geht so und der andere geht so. Und die sollen das in 10 Minuten verstehen. Man muss ja teilweise überlegen, wie solche Algorithmen, sag ich mal, erfunden wurden. Ne? Das heißt, da hat sich jemand hingesetzt, hat das mal programmiert, der hat ja, vielleicht war der nicht alleine, der hat irgendwie wochenlang Zeit gehabt, manchmal Monate. Die haben das nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Irgendwann haben die ein Paper geschrieben, haben das irgendwo veröffentlicht. Und das heißt eigentlich, wenn dann jemand sagt, eine Bubble Sort sind zwei Schleifen, die sind ihnen dann ineinander verschachtelt. Das klingt so einfach, ne? Aber auf das, da muss man erstmal draufkommen auf das Zeug. Aber deswegen verrate ich das, ne? Zwei Schleifen, weil das ist eigentlich das Schlimme am Bubble Sort. Und das ist ja immer dieser Indikator, also bei Komplexitätsberechnung, geschachtelte Schleifen,
dauert immer lange, ne? Und wenn man das über Arrays laufen lässt, dann hat man da nicht immer gleich das Problem. Also, wir hatten das I genannt, dann nennen wir das nächste einfallslos J und ich hätte gesagt, wir fangen auch bei 0 an an der Stelle. So, und die Frage ist dann immer, die innere Schleife, wie lang laufen wir da durch? Und was machen wir da? Im Prinzip nehme ich, wo ich jetzt bin, nein, andersrum, ich sage, da wo ich jetzt bin, also an der Stelle wäre das J, ja, ist kleiner als wer ist denn das? Grammatik schlecht, ne? Kleiner als was? Die Länge, die wir haben. Muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel schauen. Die Länge, die wir haben, minus das, was wir oben hatten. Das ist an der Stelle das I. Und weil wir nicht in Visual Basic sind, minus 1. So, und dann zählen wir das Kind hoch. So. J plus plus. So. Und wie ist das jetzt? Lassen wir das mal laufen. Und eigentlich müsste uns die Konsole das Ding jetzt 100 Mal rausballern. Habe ich mir so gedacht. Ja, das sieht danach aus, genau. Und das sind eigentlich die kompletten Durchläufe beim Bubble Sort. So. Mach ich mal wieder zu. Jetzt haben wir den ausgegeben. So. Und was müssen wir denn jetzt machen? Immer an der Stelle, wo wir sind, gucken wir, welche Zahl danach kommt. Das, was wir vorhin manuell gemacht hatten. Ne? Hier ne, 6,5 ist die nächste Zahl kleiner, dann tauschen wir. Deswegen hätte ich gesagt, dann machen wir kurz einen Vergleich. So. Dann nehmen wir das Array, und zwar an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin. Das ist J. Wenn ihr merkt, dass ich da immer so ein bisschen zöger beim Tippen. Ne? Ich schaue immer momentan auf die Tasten, wo die Klammern sind. Weil ich tippe tatsächlich momentan tagsüber meistens auf einem MacBook. Und da ist zum Beispiel Alt bzw. Command 5, 6. Das sind eigentlich die eckigen Klammern. Und die sind halt auf dem Windows-Rechner anders. Egal, Array J, so. Und wenn Array J, also an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, ne, größer ist als Array J plus 1. Also quasi die Stelle, die danach kommt. So, J plus 1. Dann müssten wir tauschen. Ja? Und das machen wir doch gleich, indem wir sagen, da. Den tauschen wir mit dem anderen, ne? Mit dem nachfolgenden Ding. Da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass es klappt, weil wir vorhin, ich schaue gerade mal, na, wegen dem minus 1 laufen wir hier in kein Problem rein. J plus 1. Das ist so. Das ist das, wo man eigentlich gerne die Fehler reinbaut nach beim Programmieren. Das Web. Und das ist eigentlich die ganze Bubblesort Magic, glaube ich. Und jetzt müssen wir noch diese Swap-Methode implementieren. Und da bauen wir einen ganz, ganz simplen 3x-Tausch, okay? Wir haben jetzt noch überall Integer. Das heißt, ich mache einmal einen Integer TMP. Der braucht eigentlich gar nichts. Dann bekommt TMP den Wert von V1, dann können wir V1 den Wert von V2 geben und V2 bekommt den Wert von TMP. Fertig. So, und jetzt haben wir ja das typische, genau, vorhin war ja diese Frage, wieso 100 Mal? Lese ich da gerade. Ja, die Schleifen. Also ich habe hier oben 10 Ziffern, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 0, also 10 Mal. Und der Worst Case bei Bubblesort ist, du durchläufst einmal hier unten alles. Also jetzt habe ich einmal vertippt, sorry. Du durchläufst hier unten einmal alles.
und läufst dann im Prinzip nochmal durch alles durch. Also zumindest der Aufwand ist ein O von n hoch 2. Ne? Das heißt, bei 10 Elementen bis bei 10 mal 10 ist 100. So bin ich jetzt auf die 100 gekommen, rein rechnerisch. Es ist tatsächlich weniger, weil. Oder ist es weniger? Nee, ist es nicht. Weil das ist echt der Worst Case. Du hast keine Abbruchbedingung drin. Du läufst da einmal komplett durch. Also deswegen ist Barbasort ja auch ist toll, um mal so anzufangen mit Algorithmen, ne? Wie man sowas baut, wie man sich so einem Ding nähert. Aber das ist echt so das Problem von Barbasort. Und so, was war denn? Wir hatten das noch im Kopf, ne? Wie geht denn das mit dem? Brauche ich da jetzt? Das ist nicht Ref. Ach, auch mit Ref. So. Genau, weil das gerade kommt. So eignet sich Bubblesort ja auch für Arrays, die fast sortiert sind. Ja, aber das weiß man ja am Anfang nie. Habe ich vorhin gesagt, wo das ganz cool ist, also wo man Bubblesort in der Praxis tatsächlich einsetzt, ist, um Sortierfehler zu finden. Das heißt, wenn ich wissen möchte, ob irgendwo in einem Array eine Stelle nicht sortiert ist, dann kann ich relativ guten Bubblesort drüber jagen, weil der läuft ja einmal von Anfang bis Ende durch und ist dann eigentlich auch fertig. Ja, wenn ich nur den Fehler finde. Und dann habe ich auch nur einen Durchlauf. Ein Durchlauf, wo ich quasi jede Stelle mit der nächsten vergleiche. So würde ich im Prinzip einen Sortierfehler bei aufeinander folgenden finden können. Genau, jetzt sagst du, durch Length minus i wird es immer weniger. Genau, das hatte ich gerade auch im Kopf und dann lustig erklärt. Genau. Also wir fangen ja bei 0 an. So, dann nehme ich mein j, oder andersrum, solange j kleiner ist als length, minus i minus 1 an der Stelle. Jetzt ist doch der Punkt, am Anfang ist meine Länge, na, sagen wir 10. Das heißt, ich fange von 0 an und das Ding ist kleiner als 10, minus 0. Also laufe ich da im Prinzip wie oft durch? 10 Mal. Jetzt hast du recht, beim nächsten Mal ziehe ich eins ab, dann laufe ich 9-mal durch, dann laufe ich 8-mal durch, dann laufe ich 7-mal durch, 6-mal durch, 5-mal, 4-mal durch. Genau, also ich komme nicht auf 100 exakte Durchläufe. Das Ding liegt aber im Aufwand. Also das ist die Idee von dieser Aufwandsgeschichte. Es liegt im Aufwand von n hoch 2, also 10 mal 10. Ja, das ist quasi der Worst Case, den man an der Stelle hätte, diese Größenordnung. So kommt man auf diese 100. Tatsächlich sind es dann, wenn man das mal rechnen, ne? Was hätten wir denn? 10, 90, nee, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne? Wir können das ja nachher mal einmal durchzählen lassen. So. Und auch wenn ich 6 Jahre kein C-Sharp mehr programmiert habe, weil vorhin diese Frage kam, Call by Reference. Das ist das, was ihr hier gerade seht. Ich habe hier jetzt quasi mit dem Ref-Keyword angegeben, ich werfe jetzt einen Integer-Wert rein, also die Referenz auf den Integer-Wert. Und hier in der Methode ist das auch mit Ref angegeben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht falsch liege, sortieren wir das Ding, ohne dass wir hier tatsächlich den Wert übergeben. Wenn das fehlt, das Ref, dann hat das Ding ja vorhin einen Fehler ausgespuckt. Das ist eigentlich die Frage, die vorhin kam. Ich traue mich gar nicht zu starten, ob das Ding jetzt funktioniert oder nicht. Wir schauen einfach mal. Oh. Ich lasse es gerade mal laufen. Ich hatte die Woche einen coolen Artikel gelesen, wo sich jemand echauffiert hatte über Schleifen und dass Schleifen nichts für Programmierer wären. Und der hat gemeint, na, das ist einfach so, weil Programmierer bei Schleifen immer Fehler reinbauen.
Na, und siehe da, QED, was zu beweisen war. Da haben wir irgendwo einen Fehler reingebaut. Ne? Wo habe ich den jetzt reingepackt? Das Swap kann es nicht sein, oder? Pack das mal raus. Ne? Nicht, dass ich mir das Ding jetzt hier kaputt mache, indem ich das Zeug tausche. So, nochmal starten. Im Swap lag's nicht. Feel Greed, genau. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Das Krasse ist, viele Entwickler wissen das gar nicht. Also ich habe teilweise mit Entwicklern gearbeitet, die haben 5, 6 Jahre lang mit .NET bzw. C-Sharp programmiert und die wussten gar nicht, dass es das Ref-Keyword gibt. Na, also das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen blockiert hat. So, wir haben... Ich habe einen Fehler reingebaut. Ne? Ich habe in dieser einfachen Schleife Fehler reingebaut. Also. Da laufen wir einmal durch. So. Und da hatte ich das Print Array aufgerufen. Ne? Das hat ja vorhin funktioniert. Das haben alle gesehen. Das sind schon harte Worte, ne? Aber es ist echt so. Ja, da hast du manchmal Quereinsteiger, dann hast du jemanden, der kommt von einer anderen Programmiersprache. Ich verteidige die jetzt nicht, ne? Aber das sind manche Leute, die haben sich damit nicht beschäftigt, die kennen vielleicht den Unterschied gar nicht, ne? Call by Value, Call by Reference. Das ist eine krasse Sache. Aber wie gesagt, ich habe das mehr als einmal erlebt. Das ist halt so auch ein bisschen echt, was ich vorhin gemeint habe, diese Generation Codeplex-Kopierer, ne? Das ist so, das, ja, komische Geschichte. So. Also, da sind wir jetzt das Thema durchgelaufen, ne? Das hat ja ganz gut funktioniert. Und jetzt müssen wir hier diese Das funktioniert ja, ne? Also die beiden Schleifen ineinander, das funktioniert wunderbar. Ja, ganz ohne Probleme. So, und was haben wir da jetzt falsch gemacht? So, ich fange bei 0 an. Ich gehe die Länge minus i nach vorhin minus 1. Ich zähle dann einmal hoch. Wenn die Stelle, wo ich bin, größer ist als das da. Ich meine, ich mache das mal so. Nicht, dass ich euch da jetzt komische Sachen hinprogrammiere. Ne? Und das liegt an mir. Aber so ist das halt, wenn man nebenbei erzählt. Aber das ist das lustige Ding. Ich habe mir gedacht, ich mache ja solche Sachen, dann sehen alle mal, dass es nicht immer so einfach ist. Das stimmt, Grundkenntnisse helfen, ja, das ist, Grundkenntnisse können auf jeden Fall helfen. Guck mal, deswegen machen wir das doch hier, ne, Grundkenntnisse, ja. Und was mache ich hier gerade? Grundkenntnisse auffrischen, ne, dass ich zukünftig keinen Stuss mehr erzähle. So, was habe ich denn? Also, das, was in Array J drin steht, wird in Temp gespeichert. Dann wird der Wert mit Array J plus 1 überschrieben.
Und dann nehme ich das hier. Ups. Und das bekommt den Wert von Temp. So, ein ganz typischer Dreieckstausch. Ctrl-KD. Einmal zum Formatieren. Und so, dann hätte ich gesagt, nach dem Durchlauf, das heißt, jedes Mal, wenn ich hier einmal durch bin, schreibe ich mir das Array nochmal hin, ne, wenn es neu sortiert ist. Fertig. So. Super. Genau. Und wenn wir es da drin nochmal ausgeben, dann müssen wir das eigentlich wesentlich öfter sehen, wenn es eine inneren Schleife durchläuft. So, jeden einzelnen Schritt, den wir haben. 8976543120, 8796543120. So, das sieht doch genau, die 7.9 wurde getauscht, das, was wir vorhin gesehen hatten. Im nächsten Durchlauf wurde dann quasi hier weitergemacht, die 6.9 getauscht. Das sieht doch ganz gut aus. So. Und jetzt probieren wir das nochmal mit dem Tauschen. Ist Ctrl-KC nicht wegkommentieren? Mensch. Das war noch der Resharper. Das Resharper-Kommando von. Ach nee, der ist noch an. Einmal falsch geklickt und alles lahmgelegt. Bei wem war eigentlich heute Abend noch so Unwetter? Na, ich weiß ja gar nicht, wo ihr alle herkommt. Aber wir hatten hier heute Abend Sturmwarnung mit Orkan. Und 30 Kilometer weit weg habe ich vorhin Bilder gesehen, wo Unterführungen überschwemmt waren. Das ist ja für Süddeutschland eher untypisch. So, Ctrl-KC geht übrigens, ne, wenn der Debugger nicht läuft. Ja, genau richtig erkannt. Deswegen hat man das Kind so genannt. Doch, das Call by Ref hat geklappt. So, also, den können wir wegwerfen. Ach, immer noch der Debugger an. So. Das werfen wir weg. Das werfen wir auch weg. So, das werfen wir weg. Und, und aus Spaß hätte ich gesagt, wenn das Ding im Debug-Modus kompiliert wird, dann kann man das Print-Array ausgeben und ansonsten eben nicht. Wer hat eigentlich die Präprozessoren schon mal gesehen? In C-Sharp. Außer denen, die das jeden Tag benutzen. Wir können das ja mal probieren. Hoppala. Ah ja, nicht debuggen. Ich will es ja laufen lassen. Genau, kein Output. So. Also, wenn das Debug-Symbol gesetzt ist, dann macht er das Print Array und ansonsten nicht. Und das Ding, wenn er das nämlich mal sucht an der Stelle, ist, mal hier mal bei Bubblesort kurz reingucken. Ich muss es selbst wahrscheinlich gerade mal suchen, was inzwischen steht. Build Events. Wo wurden denn. Früher wurden doch die Bug-Symbole da angegeben.
Plattform-Tabel, genau, hier Define Debug Constant, Define Trace Constant. Und die wird eigentlich, dachte ich immer, in Debug gesetzt. Genau. Und in Release ist sie nicht gesetzt. Sehr spannend. Also manchmal macht mich das Ding hier ein bisschen. Das ist doch wie das andere Häkchen, was vorhin auch nicht ging, ne? Da ist noch was im Argen im Visual Studio. Kann das sein? Okay, oder die neben, genau, in der Test-App geht das aber, da ist es auch gesetzt. Also in Active Debug wird die Konstante definiert und das ist das, was wir nachher abfragen. Eine Trace-Konstante auch. Und in dem Release nicht. Ja, da ist die Debug-Konstante nicht da. Und deswegen, wenn ich mal im Code drin bin, if Debug, dann wird das ausgegeben. So, das sieht doch ganz gut aus. Dreieckstausch rein programmiert, das Sort rein programmiert. Jetzt lassen wir das nochmal laufen. Vielleicht mit dem. Ach, das ist okay. Ich will einfach mal kurz den das Array oben noch reinkopieren. Dafür hätte man aber das an der anderen Stelle gebraucht. Jedenfalls kleine Doku. Hat man das vorhin nach der Schleife? Jetzt dürfen wir nur die 10 Durchläufe sehen. Ah, ein Durchlauf. Der letzte. Das ist echt, ne? Reden und Programmieren funktioniert nicht. Das ist immer so wieder die Erkenntnis, die ich eigentlich mache. So, das finde ich jetzt nicht ganz. Das möchte ich haben. Und ich dachte, das kopieren wir da oben mal rein. Das Kommentar. So. Bisschen formatieren, dass es nicht aussieht wie Kraut und Rüben. Wenn wir das Ding nachher einchecken. So. Dann haben wir den Code. Das Print haben wir reingebaut, das Sort haben wir reingebaut, die beiden Projekte haben wir reingebaut. Im ersten Form müsste i-length minus 2 auch reichen. Was ist denn, wenn... Na, guter Punkt, eine Frage. Was ist denn, wenn die letzte Zahl... Was ist, wenn die letzte Zahl eine... ist das? Kleinste ist. Wir können das ja probieren. Die 0 ist es ja. Wir können doch das, wir optimieren das Ding mal. Also in der äußersten Schleife i minus 2. Das heißt aber, der trifft die nie. Ich hätte jetzt behauptet, hinten steht am Ende immer noch die 0. Das ist jetzt so mal geraten. Wir probieren das einfach mal. Klappt nicht. Warum klappt das nicht? Also es klappt bis zu welchem Punkt? Also im ersten Durchlauf klappt das, im zweiten Durchlauf, also die Null schiebt er immer weiter runter. Im allerletzten Durchlauf findet er die aber nicht mehr. Ist dann die Frage, es passt halt mit der inneren Schleife nicht, ne? Da müsste man die nochmal ein bisschen optimieren. Also da hängt das genau. Lass mal vorsichtshalber die 1. Und ich hätte gesagt, wir checken das ganze Zeug mal ein. So. Jetzt wird's spannend. Das haben wir das letzte Mal schon nicht, oder ich habe das letzte Mal nicht hinbekommen.
jetzt wahrscheinlich eben schon wieder verkorkst mit dem Projekt. Und jetzt das ganze Zeug zur. Ich habe meinen Kopfhörer gerade verloren. Jetzt das ganze Zeug zum zur Versionskontrolle hinzufügen. Vorhin habe ich den Knopf gesehen, jetzt ist er wieder weg. Das ist er mal. Das ist total doof. Nee, ich will keine PowerShell, ich will eigentlich Kommandozeile. Solution rechts add this to source control. Ja, vielen Dank. Ah, add solution to source control. Da haben wir es doch, ne? Wenn man den Source Control Key. The current solution has projects that are located outside the solution folder. These projects will not be source controlled in the Git repository. To add all the projects to a single Git repository, please consolidate all projects under a single folder. Aha, was steht da? The current solution has projects that are located outside the solutions folder. Wir machen, ja. Jetzt machen wir das, was ich früher immer gemacht habe. Der beschwert sich jetzt, weil der Solution ja hier unten liegt, ne? Ja, dann habe ich das Projekt oben. Ich will aber, ja, vorhin war das Solution-File, also weil du es gerade schreibst, ne? Mach mal kurz einen Cancel und geh auf ein Projekt und mach Open Explorer. Ja, also was habe ich vorhin gemacht, wo ich angefangen habe? Ich habe vorhin das Projekt auf GitHub erzeugt. Ich wollte das heute nochmal ausprobieren. Habe das aufgemacht und das ist es, ne? In dem ersten Projekt wurde die Solution-Datei quasi erzeugt. Und eigentlich wollte ich die Solution da oben haben. Das ist halt sehr spannend, weil das Visual Studio anscheinend ja anhand das von dieser Solution-Datei macht. Ist ja kein Problem. Ich nehme die. Ich mach mal kurz. Ich mach mal echt kurz das Ding zu. File Close Solution. Und ich kopiere das mal geschwind hoch. Ne? Wir machen das mal. Ist doch so ein schöner Live-Test. Ich habe das früher echt oft gemacht, ne? Diese ganzen, das Solution-Gedöns umbenannt, weil wir es am Anfang verkorkst hatten. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Und in der Regel hilft dann immer, wer hilft? Notepad. Mal kurz reinschauen. Weil die, genau, also das Projekt Bubble Sort haben wir referenziert und die Test-App haben wir referenziert. Das hat funktioniert, weil ein Ordner rausgegangen ist. Die lag ja draußen. Das müsste so funktionieren, oder? Müsste der jetzt beide Projekte aufmachen? So. Den Vorschlag, weil du es gerade schreibst, schauen wir gleich mal an. Ich kämpfe hier gerade noch durch das Solution-File Bubble Sort. Das könnte klappen. Machen wir den mal auf. Mal schauen, was passiert, wenn das jetzt aufgeht. Solution aufmachen und beide Projekte bitte laden. Tada! Problem gefixt. So. Und jetzt müsste das nämlich gehen, ne? Add Solution to Source Control. Schau ich mal, was da steht. Erste Schleife, i gleich 0, to length minus 2. Zweite Schleife,
J becomes e plus 1 to length minus 1. Im if dann array. Wären wir da viel schneller? Also das ist halt die spannende Frage. Wir sparen uns ja nur 1, ne? So, was ist denn jetzt hier mit der Source Control? Man sieht das nicht, ne? Man sieht das im Solution Explorer nicht, ob so Zeug, ob das eingecheckt ist oder nicht. Ich muss jetzt mal nachgucken, so auf der Konsole, ne? Ich habe unchecked files drin. Nothing added to commit, but unchecked files present, okay. Ich habe das. Das ist echt so ein Feature, das gab es da früher überhaupt nicht in Visual Studio. Ist jetzt drin oder nicht? Sollte schon. So. Home, Switch Views. Was gibt's denn für Views? Folder View möchte ich eigentlich nicht. Properties möchte ich auch nicht. Ich hätte ja gern mal so ein. Also da bin ich jetzt gerade mal ehrlich. Da finde ich inzwischen Visual Studio Code echt angenehmer. Also man findet die Dinge wesentlich schneller. Tools, finden wir da eine Versionskontrolle, auch nicht Analyze Test. Was sind das? Nee. Also Commit, gibt es hier keinen Commit-Button oder so? Das ist ja... SolutionX, doch da Team, der Cloud, Cookie Cutter Explorer, Class View, Object Browser, Error List. Na, ich finde hier gerade alles, aber überhaupt nichts, um mein Source Code zu verwalten. Build, Debug, Test, Analyze. Da kommt man sich gerade doof vor. Bitte Source Control. Unglaublich. Ich mache das gleich auf Konsole, sag ich euch. Ich glaube, wir probieren irgendwann mal so diese Live-Sessions aus, noch hier, wenn wir streamen. Da kann sich, glaube ich, irgendjemand noch in das Visual Studio reinklinken. Ach du meine Güte, na was mache ich? New File geht an. Genau, klappt ja langsam, ne? So. Alles. Machst du. Also immerhin, also Git funktioniert ja, ne? Aber da drin funktioniert das eben. Ah, das fühlt sich so ein bisschen an, als hat Microsoft Git gekauft und das dann nachträglich noch geschwind in Visual Studio reingeklebt. Grausam. Ich meine, es kann nur besser werden. Ich habe letztens auch wieder gelesen auf Twitter, da haben sich schon einige über das neue Visual Studio beschwert. Aber wie wir festgestellt haben, es ist ja so schlecht nicht. Ne? Man kann ja schon mitarbeiten. Und ist ja auch hübsch und funktioniert ja auch alles. Und was ich ganz wichtig finde, sie haben ja oben den Text wieder, also große Anfangsbuchstaben und kleinen Text gemacht. Welches Windows war denn das, wo plötzlich oben alles in Großbuchstaben war? Damit konnte man ja echt nicht arbeiten, ne? Also, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Ich bin ja gerade. Da kriegst du jetzt einen Rappel, ne? Jetzt machen wir das hier mal alles hier so von Hand, ne? Git add. Die git ignore. Wer fehlt denn noch? Ne? Git add die Solution. Git add. Ne, jetzt gehen wir das Bubblesort rein. CD Bubblesort.
Ja. Ach, ich sehe gerade irgendwas, das ist ja. Ah. Ah, das kann natürlich auch noch ein bisschen hässlich werden. Also ich habe gerade gesehen, vorhin durch den Fehler ist ja das Bubblesort jetzt in einem Ordner Bubblesort. Das ist noch ein bisschen doof. Mal schauen, ob wir das gleich noch repariert bekommen. Git add die App-Config, git add die Program-CS, ne? Git add Properties, git add das Project-File. So, das wäre schon mal das. Und dann gehen wir noch in das Bubblesort rein. Ah, das machen wir jetzt einmal im Explorer. Den da wieder zu. File, Exit. Ja, sorry dafür. Aber so sieht der Alltag eines Programmierers aus. Das ist ganz witzig, ne? Weil, wie gesagt, habe ich früher auch oft genug gemacht, dass man sich die Dinge irgendwie zerschossen hat. Aber vielleicht ist das auch mal ganz schön, dass man sieht, man kann das Zeug auch echt von Hand reparieren. Ja, also das geht. Das ist, funktioniert alles irgendwie. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz in die Solution reinschauen, ob das da aus richtig noch aussieht. Bubblesort ist da drin. Der müsste immer noch gehen, ne? Der ist quasi. Das sind ja relative Pfade, die da angegeben werden. Also das sollte soweit funktionieren. Wir sehen das gleich. File OpenRecent müsst ihr. Irgendwas, was wir gerade drauf hatten. Bubblesort ist da, TestApp ist da, können wir starten, kompiliert. Das sollte auch gehen. So, also, kleiner Tipp, wer sich mal die Solution-Datei im Visual Studio verkackt, ihr habt gesehen, kann man von Hand reparieren, ist relativ überschaubar in den meisten Fällen. Das kriegt man hin. So, den kann ich wieder zumachen, den kann ich einmal stoppen. Nicht zumachen, aufmachen. Genau, das ist immer so kurz vor 12, dann wird's lustig. Wo waren wir? In den Algorithmen. CD Bubblesort. Und dann hier auch nochmal git add die C-Sharp. Git add die Project. Git add unseren iSorter. Das war's eigentlich. So, Git Status. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Es fehlt noch eins. Git add Test App. Da haben wir noch was geändert, genau. CD. Test App. Test App.C Sharp Project. Git Status. Und jetzt sollten wir alle drin haben. Juhu, super. So. Git. Obwohl, was sagt denn der jetzt hier? Kann ich jetzt hier irgendwas machen? So committen? Sieht das jemand? Ach, Live-Unit-Testing kann ich. Super. Ich habe Code-Metriken drin. Oh doch, commit. Aber hallo. Ich habe es commit gefunden. Ein commit. Ja, das ist also. Ich nehme eine andere E-Mail-Adresse hier. Die möchte ich eigentlich nicht in der Global haben. Der Name stimmt, die Adresse stimmt vom GitHub. Da mache ich mal kurz ein Save. Live-Coding von heute. Was haben wir denn? 08 06 2019. Commit Stage und Push. Wo muss ich hindrücken? Hier drauf. Gar nicht so schlecht. Wo ist jetzt der Push-Button? Push the Button. Da gab es auch mal ein Lied, was so hieß, ne? Push the Button.
Commit created locally, sync to share your changes with the server sync. Okay, sehr spannend. Outgoing commits, incoming commits, master. Ist das die History? Ich weiß es nicht. Was machen wir hier im Zweifel? Wir schauen mal ganz kurz hier nach, ob was angekommen ist. Nein. Kein Push. Mit Message. Da war ich doch gerade, ne? Feed the Greed. Da war ich doch gerade. Ich frage mich ja eher gerade, wie ich wieder zurückkomme. Ah ne, ich sehe ja gerade was, ne? Die haben ja tatsächlich den Team, also das, was früher TFS war, Team Foundation Server, den Team Explorer, haben sie umgebaut für Git. Uah, okay, kann man machen. New History, Name, Rename. Das Ding macht mich echt fertig. Also ich glaube, es sind nach 3-4 Sessions, wo wir das gemacht haben. Kriegen wir das auch hin. So, jetzt lese ich nochmal Commit Message und drunter ist Push. Ich habe es einfach übersehen. Ja, ja, kann sein. Ich gucke hier nochmal kurz durch. Also, ich brauche kein Blame, Compare und History. Okay. Ich will doch nur in meine... Auch nicht. Wenn ich da drauf... View Commit Details... Ich habe ein Revert, ich habe ein Reset, ich habe ein Create Tag. Ich finde doch keinen Push. So. Reset und Key. Nein, ich möchte auch nichts setten. Zu viele Buttons, ne? Zu viele Knöpfe. Genau, so. Push! Ich hab's. Den hast du gemeint, oder? Da ist der Push-Button. Da haben wir ihn gefunden. So, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Incoming Commits, Fetch und Pull. Okay. Siehst du, wenn man die UI mal verstanden hat, macht das ja Sinn, ne? Ich habe den Hirn einschalten, ne? Synchronization. Okay. Ich habe den. Momentan bin ich auf Master Branch. Ich kann synken, fetchen, pull, push, etc. ja, nicht nur du bist verzweifelt, ich bin auch verzweifelt, ne? Incoming Commits, fetch und pull. Und hier habe ich den Push. Drücken wir doch mal drauf, auf den Push. So, anscheinend wird was gepusht. Muss also sehen, ich mache das momentan einmal die Woche. Letzte Woche ist er ausgefallen. Leute, bin ich froh, dass ich das gefunden habe. So, der ist oben. Einmal Refresh drücken. Bin ich froh. Ne? Das Ding ist oben. Also, Bubblesort haben wir, die Test-App haben wir. Die Solution haben wir, Readme ist auch da, da steht halt noch nicht viel drin. Und, das sieht doch ganz gut aus, ne, für heute. Guck mal, 12 Uhr, fast eine Punktlandung, ne, obwohl ich ein bisschen zu spät angefangen habe. Das hat ja geklappt. Bin ich ja super froh. Also, Sortieralgorithmus programmiert, eine kleine Test-App geschrieben, an Visual Studio verzweifelt, ne, auch eine ganz nette Geschichte. Und, ein paar gute Tipps bekommen und wieder was über Visual Studio gelernt. So, ich habe gelernt, dass ich eine digitale Klausureinsicht machen kann. Das ist eigentlich ganz nett. So, sollen wir noch irgendwas machen? Ein paar Minuten habe ich. Ganz müde bin ich noch nicht. Oder kann ich noch was erzählen? Ich überlege gerade, was ist denn die Woche noch passiert? Ne? Wollt ihr noch irgendwas wissen? So knapp vor 12 fällt mir nicht mehr ein, was ich den ganzen Tag eigentlich erzählen wollte. Das kann ich mal wieder zumachen. Das mache ich zu. Das mache ich zu. So, genau, das ist mir. Jetzt habe ich den Solution Explorer zugemacht, ne? Da
dass der Podcast die Woche noch nicht geklappt hat, hatte ich ja erzählt. Genau. Das kann man ausmachen, das kann man ausmachen. Die brauche ich auch nicht mehr. Das ist ja schön. Und das ist alles da. So, Bubblesort par excellence. Was wir probieren können, das nächste Mal. Also es gab ja schon den einen oder anderen Tipp, wie man das noch ein bisschen optimieren kann. Und wir können uns das nächste Mal auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Varianten, wo man Abbruchbedingungen im Bubblesort geschickt einbauen kann, dass der schneller durchläuft. Das können wir vielleicht programmieren oder mal probieren nächste Woche. Dann hätte man den nämlich auch einmal vielleicht komplett rund, wenn ihr da Lust drauf habt. Na? Ansonsten überlege ich echt gerade, gar nicht viel passiert. Ich war heute im Krankenhaus, aber nichts Schlimmes. Ne? Nur wegen Nachwuchs, Krankenhaus umgebaut, haben wir uns angeschaut, ne? Wo so Babys auf die Welt kommen. Echt nagelneuer Neubau, sind die Leute durchgelaufen und haben sich wegen Kleinigkeiten beschwert, wo ich gedacht habe, sei doch froh, dass du in einem Land wohnst, wo du in ein Krankenhaus kannst, wenn du Kinder bekommst, ne? Eigentlich. Nee, anstelle dessen beschweren sie sich. Genau. So. Es hat... Hat eigentlich irgendjemand... Noch niemand hat das Repository gestartet oder gewatcht, ne? Leute. Müsst ihr auch mal so klicken, ne? Dass das Zeug auf GitHub ein paar Sternchen bekommt. So, was machen wir denn noch? Der Laptop gerät, das würde mich mal interessieren, wer jetzt gerade noch zuhört. Ihr hört das Laptop nicht, ne? Also der Lüfter dreht hier gerade komplett hohl. Und die Noise Reduction müsste es eigentlich schaffen, aktuell das Rauschen komplett rauszunehmen, oder? Da wäre ich ja drauf gespannt, was ihr da meint. Kann mir eigentlich jemand noch eine gute Serie bei Netflix oder Amazon Prime? Es sind noch viele Studenten jetzt immer noch da. Ja, das Rauschen könnte auch fast Regen sein, weil hier hat es ja auch noch einiges runtergemacht. Aber jetzt soll es wieder besser werden. In welche Richtung? Ach, irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ne? Ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Sohn, der hält mich ja immer viel wach. Und da gucke ich auch relativ viel, wenn ich nicht schlafe. Haus des Geldes. Sehr cool. Gefühlt habe ich ja schon alles gesehen. Ne? Ich glaube, kann ich was erzählen. Es sind ein paar coole Vorschläge gekommen. Future Man. Habe ich angefangen. Ich glaube, so 3-4 Folgen habe ich angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich es mag oder hasse. Also es ist an paar Stellen ist es richtig lustig. An paar Stellen war es ein bisschen zu absurd, fand ich. Und ich finde es anstrengend. Also ich finde es anstrengend, das anzugucken, ne, wenn ich ehrlich bin. Und ich hatte jetzt so einen ehemaligen Arbeitskollegen, der hat davon total geschwärmt. Ich bin damit noch nicht richtig warm geworden. Ne? Vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen anschauen. Haus des Geldes habe ich noch gar nicht gesehen. Ist tatsächlich habe ich schon ein paar Mal bei Netflix vorbeigeklickt, habe aber noch nicht mal reingeschaut. Anspruchsvoll oder kann man das einfach so nebenbei laufen lassen? Ja. Was ich geschaut habe, also was ich total spannend fand auf Netflix, war The Americans, wobei ich da nur die erste Staffel bisher gesehen habe. Geht so um russische Spione, Schläfer, die, wann waren das so, ne, im Kalten Krieg in Amerika waren. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ansonsten, ne, das Problem ist ja, ne, ich warte ja immer, bis irgendwie eine neue Sci-Fi-Serie rauskommt und die wird aber bei mir eigentlich immer so ziemlich
Binge-Watch relativ schnell durchgeschaut. Ich hatte jetzt gerade mal die Woche Another Life gesehen mit Katie Sackhoff. Die habe ich auch relativ lange nicht mitbekommen, dass es die gibt. Ich weiß nicht, ob die neu war. Gesehen, die habe ich eigentlich komplett mal durchgeschaut. Kann ich auch sehr empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat. Another Life. Vor allem, wer mal Katie Sackhoff mag, die spielt eigentlich relativ gut. Ja, natürlich, Mr. Robot. Wobei, da gab es, glaube ich, eine dritte Staffel, ne? Die habe ich noch gar nicht angeschaut. Ich fand auch die zweite Staffel gar nicht mehr so gut, wenn ich ehrlich bin. Ich fand die erste richtig Bombe. Also die erste Staffel war phänomenal von Mr. Robot. Die zweite fand ich nicht mal so, so pralle. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie Matrix, ne? Erster Film genial, zweiter okay, kann man angucken. Aber ist eine Idee, die dritte Staffel, Mr. Robot, könnte man mal anschauen. Hackers 2? Gibt's das? Also Hackers, also du meinst so Hackers à la Hackers mit Angelina Jolie? Gab's da einen zweiten? Breaking Bad. Durchgeguckt. Aber bei Breaking Bad bin ich relativ stolz, ne? Weil ich hab's geschafft, jeglichen Informationen von Breaking Bad auszuweichen, bis das Ding durch war. Und dann habe ich wirklich alle 5 Staffeln am Stück geschaut. Hackers 2. Ich tippe das da mal rein. Das will ich jetzt wissen. Ja. Hackers 2? Kein Hackers 2. Oder ist es das? Crackdown? Nee, ne? Doch, Hackers 2 hier. Nicht wirklich. Nee, das ist... Also es gibt ein Buch, ne? Und Musik auf Amazon? Ja, das ist alles. Aber es gibt auch... Ich noch Hackers 3, auch Musik. Ja, ist alles Musik. Ja. Takedown. Takedown, ne? Takedown ist das Ding. Takedown. Schau mal an. Ja. Google ist, genau, weiß immer ganz genau, was ich... Takedown Wikipedia. Das da will ich genau. Gucken wir mal, IMDb. Genau, über Kevin Mitnick. Weiß jemand, läuft das bei Amazon oder Netflix? Ist das irgendwo drauf? Ich werde mal schauen. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Aber guck mal, passt, ne? More Like This, Hackers. Ja, okay. Was ich ja, weiß nicht, habt ihr das eigentlich gesehen? Wer streamt erst war das, genau. Ich habe gerade noch überlegt, wie das hieß, aber mir ist es echt nicht mal eingefallen. Takedown. So. Schauen wir mal, wo das kommt. Amazon nicht verfügbar. Nee, gar nirgends. Echt nicht. Hat anscheinend niemand aktuell. Amazon nicht, Netflix aktuell nicht. Schade eigentlich. Aber ist ein guter Tipp. Schaue ich mir mal an. Ich hatte gerade im Chat noch was gelesen, wo ich noch was dazu sagen wollte. Ich gucke gerade mal durch. Takedown. Ich mal besorgen. Ja. Ah, Who Am I? Wenn er das kennt. Ich glaube, das gibt's bei Amazon. Auch sehr. Also fand ich ganz cool vom Gemachten her und ist auch ein cooler Twist drin, finde ich. Den fand ich also beim ersten Mal anschauen richtig gut. Beim zweiten Mal kommt es gar nicht mehr so rüber, aber das erste Mal fand ich den echt, echt gut. Fand ich eigentlich ganz nett. Genau.
The Expanse muss man ja noch warten auf die Serie, ne? Auf die, was kommt noch, die dritte Staffel, eine vierte wurde angekündigt. Das fehlt noch. Und ja, irgendwie ist ganz, ne, früher hat man das ganze Internet leer geguckt und inzwischen die ganzen Streaming-Dienste. Ich weiß nicht. Das ist ja ein Nachteil, wenn man nachts wegen Kindern nicht schlafen kann, ne? Vorblocks war auch super lässig, gerade Vorblocks. Gerade verwechseln mit Four Rooms, Quentin Tarantino-Film. Was ist denn das? Vorblocks? Gangster-Serie, das meinst du wahrscheinlich, ne? Zwei Staffeln bei Amazon ist doch super. Elva ist ja Flatrate. Da kann ich ja mal reingucken, ne? Vorblocks. Ah, der möchte aussteigen, ne? Okay. Ja, klingt spannend. Ne? Da hat's ja einer richtig verkackt. So klingt das. Und der möchte raus und kriegt das nicht hin. Ah, okay. Kann man sich mal anschauen. Ist vielleicht ein... ja. Ich gucke mal heute Abend noch rein. Ne? Ich schaue und ich berichte mal so nächste Woche, ob ich es geschafft habe, überhaupt was anzuschauen. Ja, das ist eine Idee. So, da machen wir den mal. So, genug über Medienkonsum gesprochen. So. Das Spannende ist, jetzt haben wir 10 nach 12 und gerade kommen immer mehr Leute dazu. Da sind wir mit dem Coding eigentlich fertig. Ne? Ja. Sollen wir... Ich überlege ja gerade, ne? Soll ich mal schauen, ob ich die Woche über noch mal was mache? Also sollen wir an dem ein bisschen weiter programmieren oder dem Discord weiter programmieren? Ich könnte mal schauen, ob ich irgendwo noch mal so eine Stunde oder zwei reinschieben kann. Ja, das wäre eine Idee. Ne? Da seid ihr gefragt, was ihr meint. Ich kann noch erzählen, bis mein Trinken leer ist, ne? Eistee. Mein ganzes Club Mate ist leer. Ja. Das heißt, muss ich erst wieder zum Händler fahren. Das Problem ist bei mir, der nächste Händler, der Club Mate hat, ist 20 Minuten weit weg. Kann ich ja noch erzählen. Sehr lustig. Ich habe gestern so mein Auto aufgemacht und habe gesehen, hey, keine Kühlflüssigkeit drin, Spitze. Habe ich beim Autohaus angerufen, habe gefragt, hey, was mache ich denn? Ich brauche so, ne? Auto reparieren, Termin und so, keine Kühlflüssigkeit drin, meint die gute Dame. Naja, sie können es schon, nee, also vorbeibringen. Ich soll besser nicht mitfahren, ne, weil keine Kühlflüssigkeit drin ist, sage ich. Ja, genau. Ich möchte das Auto zu Ihnen bringen, weil keine Kühlflüssigkeit drin ist. Ja, nee, sie kann mir nur empfehlen, das Auto stehen zu lassen. Ne, Informatiker wissen Deadlock. Habe ich gesagt, okay, was kann ich machen? Hat sie gemeint, okay, Wasser reinfüllen und herfahren. Siri geht die ganze Zeit nebenbei an. So. Ja, ich schau mal, vielleicht kriege ich es die Woche nochmal hin. Vielleicht auch ein bisschen früher. Das hängt ja bei mir immer so davon ab, ob ich nenne das mal sturmfreie Bude habe. Wenn ich das hinbekomme, kann ich ab September vielleicht aus dem Büro streamen. Ne? Dann kann ich mal regelmäßig ins Büro gehen und von da was machen. Oder das tagsüber auch aufnehmen. Wäre ja auch eine Idee. Und endlich mal hochpacken. Ich habe ja immer noch das Problem. Ne? Also ich habe das jetzt auch kapiert. Wir haben die Follower, wir haben die Leute alles, aber ich brauche diese ollen sieben Streaming-Termine in 4 Wochen oder so. Das heißt, mit einmal Stream die Woche kommt man nicht hin, um diesen Upload-Status zu bekommen. So. Da lese ich gerade noch, ne? Was ist eigentlich mit den Servern? Welche Server meinst du denn? Gibt ja viele Server.
Welcher Server meinst du? Okay. Discord haben wir ja. Discord läuft. Und was heißt läuft, ne? Es gibt ja einen Discord-Server, wo wir den Bot drauf haben laufen lassen das letzte Mal. Da habe ich den Link nicht geteilt, ne? Ich wollte das, ja, das war, ne, ich bin halt letzte Woche ausgefallen, das tut mir leid. Da ist unser Discord-Server. Helft mir mal weiter, ne? Ich bin ja so nicht der Discord-Experte. Wie kriege ich hier diesen Einladungslink, dass ich jemand hier einladen kann? Da klicke ich mal. Rechtsklick auf Allgemein, okay. Neben dem Channel direkt, sagt ihr. Also erstmal, hier finde ich es nicht. Kanal erstellen, Kategorie erstellen. Das war der Bot. Die Figur mit dem Fluss. Sofort Einladung erstellen. Genau. Freunde zu Hack the Planet einladen, teilt diesen Link zu anderen, zu dem Server zu gewährleisten. Das ist ja total lustig, ne? Ich kopiere das mal. Die haben echt einen Stream-Mode, ne? Die stellen fest, es wird gerade gestreamt. Und so, genau. Und jetzt muss ich doch nochmal das alte OBS aufmachen und das Twitch-Fenster. Ich brauche mal kurz den Chat. Und dann kann ich euch mal den Link hier reinpasten. So, gilt ein Tag. Das heißt, alle, die jetzt da sind, die kriegen zumindest einen Linken, können sich mal beim Discord reinhängen. Und das können wir jedes Mal machen und einen neuen Einladungslink verschicken. Ich schaue mal, wie oft ich da reingucke. Zack. Da sind ja die. Gott, Leute, das geht ja schnell, ne? Das ist ja zack, zack, zack. Habt ihr da Skripte oder? Unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich beängstigt oder begeistert sein soll, wie schnell ihr die Sachen am Laufen habt. Na, sehr schön. Ja, aber. Du sagst, muss man nur draufklicken, da ist man da drin. Genau. muss man nur draufklicken, aber da muss doch das Ding erstmal laden und laufen und hast du nicht gesehen. Das habt ihr alles an, ne? Das läuft bei euch instant, wenn ihr den Rechner bootet. Der ist immer offen, genau. Sowas habe ich ja befürchtet. Genau, ihr könnt euch auf dem Discord-Server austoben. Ich gucke ab und zu mal rein. Ich kann nicht versprechen, wie oft. Was ich auch noch machen möchte, ich möchte das Reddit-Forum noch ein bisschen auf Vordermann bringen, die Tage vielleicht, und da zumindest jeden Tag mal reingucken und reinschreiben, wann wir streamen und was wir streamen oder so Umfragen machen. Das kriege ich vielleicht die Woche noch hin. Also da werde ich auf jeden Fall einmal am Tag einen Blick reinwerfen, ob was passiert. Und den Discord und den Reddit-Kanal werde ich auch erstmal unter, na, sag mir das, auf der Webseite hier packen wir noch rein. Na, da kommt quasi Community und dann kriegt er noch zwei Buttons rein für den Discord und das Reddit. Das ist so das, was ich quasi vielleicht die Woche noch schaffen werde. Genau, Zeit ist ja leider endlich und das ist immer echt ein Rumgefrickel, bis das Zeug läuft. So, einen Schluck habe ich noch. Wenn ihr noch was habt oder eine Frage habt. Ansonsten würde ich wahrscheinlich hier langsam die Lichter ausmachen für heute. Na, ihr müsst ja auch alle ins Bett und von dem einen oder anderen, der vielleicht auch Kinder hat, der wird ja auch sehr früh von denen geweckt.
Und ich muss am Morgen früh auch schon wieder um, ich weiß es nie, ne? Um 5, um 6, um 7 aufstehen, ne? Da ist man ja richtig fremdbestimmt. Das ist, früher habe ich die Nächte durchgecodet und die Tage durchgeschlafen. Ja, und heute weckt mich halt der Nachwuchs auf, irgendwann mitten in der Nacht und entscheidet dann, hey, ich bleib jetzt wach. Und dann mache ich einfach mit, ne, beim Wachbleiben. Genau, so. Fällt mir ja gar nichts mehr ein, was ich noch erzählen kann. Ne? Genau, Club Mate hatten wir schon, Eistee hatten wir schon. Filme und Serien hatten wir schon. Doch, da frage ich euch noch eine Sache. Stranger Things könnt ihr empfehlen, weil habt ihr vielleicht gesehen, ich habe ein Stranger Things T-Shirt an heute. Und fragt mich tatsächlich, ob es sich lohnt, das Ding mal anzugucken. Ah, ich kriege hier schon so Daumen runter. Ist es wohl nicht. Oder ist es auch so ein Ding, wo man sich erstmal die erste Serie durchquälen muss oder die erste Season durchquälen muss, bis es gut wird? Automatische Aufnahme. Ich dachte, ich hatte das gemacht, weil das ging. Schande auf mein Haupt, ne? Schande auf mein Haupt. Ich muss das echt mal machen, ne? Ich muss dieses automatische Aufnahme. Das wird noch ein Running Gag, glaube ich. Mich echt mal einstellen. Ich verplane das jede Woche, ne? Kommt irgendwas dazwischen. Ich sage, ey, das machst du unbedingt noch. Und dann vergesse ich wieder da auf diesen Knopf zu drücken. Was ich. Guck mal, das habe ich doch. Jetzt mal Folgendes. Ich hab das eingestellt. Ich habe eingestellt. Store past broadcast. Automatically save broadcast for up to 14 days, 60 days for partners, Turbo and Prime users. Also 14 Tage müsste das Zeug auf jeden Fall irgendwo liegen. Das Problem ist nur, ich kann nichts machen mit, ne? Oder habe ich das vielleicht das letzte Mal eingestellt und jetzt ist dieser Podcast 14 Tage verfügbar? Das könnte natürlich auch sein. Ja? Das könnte natürlich auch sein. So. Damit. Ich klicke hier gerade noch durch die Twitter, deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen still. Ich klicke mich hier gerade durch die Twitch-UI durch. Und ich habe da auch schon wieder das Gefühl, dass die permanent komplizierter wird. Aber ich schaue da gerade mal rein. Es gibt ein paar nette Dinge. Ich kann Stream-Markers setzen, also quasi Lesezeichen setzen. Sollte ich mir vielleicht für die Zukunft merken. Ne? Und genau, der von heute ist da. Super. Das heißt, 14 Tage liegt auf jeden Fall irgendwie rum. Dann kann man sich das Ding nochmal anschauen. Ja, in diesem Sinne. Ja, werde ich hier mal langsam runterfahren. Ich muss auch noch abbauen und aufräumen, ne, bis zum nächsten Mal. Ihr müsst wahrscheinlich alle ins Bett oder noch irgendwas auf Netflix angucken oder was programmieren. Ja, lernen muss ja keiner mehr. Und in diesem Sinne, ne, vielen Dank, dass ihr da wart heute, ja, und euch da durchgequält hat. Ne. Jetzt klicken schon die ersten weg. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ankündigen auf dem Reddit und jetzt vielleicht zukünftig auch im Discord, wann es den nächsten Livestream gibt. Ansonsten auf jeden Fall regelmäßig nächsten Dienstag, 10 Uhr. Das ist so das, was ich mir aktuell eingeplant habe. In dem Sinn würde ich mich mal verabschieden und euch noch eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen wünschen. Ein bisschen bin ich jetzt noch im Chat. Aber schalt hier schon mal um und auch gleich das Mikro aus. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.